Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ihr habt ja jetzt ein neues Album, Need to Believe. Und es ist bisher euer erfolgreichstes. Also, gibt es da irgendwie einen Unterschied zu anderen Alben? Was macht es so erfolgreich? Ja gut, das ist relativ schwierig zu sagen. Ich denke, das Ganze in sich, ich denke, was vieles ausmacht, ist, dass für die Band so lange unterwegs ist. Wir haben jetzt wieder extrem viele Konzerte gespielt mit der letzten Platte. Wir waren auch im November mit der Band Deep Purple in Deutschland unterwegs. Und das heißt, dass man natürlich jeden Abend... Na, ja, bitte schnell. Kein Problem. Ihr seid ja die Agentin. Ja. Ist es so? Nein, ich bin falsch. Nein, sorry, falsch. Nein, okay. So, tschüss. Also, nein, komm jetzt. Wir sind mal bei Ihnen, ich mache das einfach auch los. Das könnte helfen. Wäre ja ganz praktisch. Okay. Also. Gut, also, ja, unterscheidet es denn von der Musikrichtung her? Irgendwie gibt es einen Unterschied zu den anderen Alben? Oder ist es schon diese ein roter Faden, habt ihr eigentlich? Ich würde sagen, also es ist sicher eine Weiterentwicklung. Also das Ziel war ja eigentlich, dass man mit den gleichen Wurzeln weitergeht, das heißt eine neue Farbe reinbringt. Das hat zum einen mit dem zu tun, dass wir den neuen Produzenten geholt haben, den Richie Canadier, der schon mit Bands wie Aerosmith und Mick Jagger gearbeitet hat. Und jeder Produzent bringt natürlich seinen Stempel, sage ich mal, dass die Band, meine 19 Jahre zusammen, die klingt, wie sie klingt. Das lief sie, wie sie sind, die Band spielt, wie sie spielt. Aber ich denke, das Songwriting hat sich weiterentwickelt, das Songschreiben und die Art des Produzierens. Und da war der Rich sicher hauptverantwortlich, das heißt, man nimmt die Gitarren anders auf, das Schlagzeug wird anders aufgenommen, es gibt einen anderen Mix. Und wie gesagt, das Ziel ist natürlich, nach neuen Studioplatten sich nicht zu wiederholen, weil es wäre für die Band tödlich, sondern halt wirklich versuchen weiterzugehen und das Gleiche, aber anders gestalten. Okay. Und ihr habt ja auch auf dem Album habt ihr auch einen Song für einen Boxfilm. Ist der für den Film gemacht worden oder ist es letztendlich so gekommen, dass ihr ihn angesprochen haben wollt? Es ist so, wir haben mit dem Uwe Ball haben wir schon eine Zusammenarbeit gehabt bei dem Film Postal ist das. Und er ist wieder auf uns zurückgekommen, hat gefragt, Jungs, ich habe gehört, die machen eine neue Platte, wie sieht das aus, kann ich mal da reinhören, kann ich mal die neuen Tunes hören. Und wir haben ihm 5 Stücke zugeschickt. Und natürlich der Song Unconditional Faith, das heißt so ein Glaube an etwas, ein unwiderruflicher Glaube an etwas, ist natürlich vom Titel her passender, geht es gar nicht, als diesem Rock ist er schon vergeben, oder? Also von dem her, Unconditional Faith ist eigentlich perfekt. Und er hat gesagt, er will diesen Song haben als Titeltrack vom Film, was uns natürlich sehr freut. Weil das ist eine weitere Türe, die aufgehen könnte für uns. Das heißt, wir kommen vielleicht zu Leuten, die wir sonst nicht erreicht haben, die Gott hat vielleicht schon gehört haben. Und wir hoffen, dass der Film gut abgeht. Und wofür habt ihr vorher schon für Filme Musik gemacht? Also eben Postal haben wir schon gemacht, vor 2 Jahren. Und es kann sein, dass Songs benutzt worden sind, aber ich kann jetzt nicht sagen, sicher für Schweizer Produktion garantiert, für Deutsche eventuell auch. Okay, und dann hast du schon erzählt, ihr wart ja auch mit Deep Purple unterwegs. Wie war das so mit denen zusammen? Also die Jungs sind sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm und interessant auch. Also die haben noch einen großen Teil der Rockgeschichte geschrieben, gerade mit dem Song Smoke on the Water. Und wir sind also ein paar Abende nach dem Konzert zusammengesessen, haben 2-3 Gläser gekippt und dann kamen die wahren Geschichten, oder? Ja. Nach dem Motto, wir haben es gelesen, aber wie war es wirklich? Und die eine oder andere Geschichte war wirklich extrem spannend, also besser als wieder Kinofilm. Okay. Nein, mögen sehr gut, sehr, sehr gut. Wir waren ja wieder mit ihnen zusammen in Frankreich unterwegs und es kam bis zu uns. Sehr schön. Und mit welchen weiteren Bands habt ihr schon zusammengearbeitet? Oh, viele, extrem viele. Das kann ich nicht also in den letzten Jahren jetzt auch Europe mal, war dabei? Europe, Bon Jovi, ich glaube Brian Adams war mal was. Und, das ist eine sehr lange Liste. Okay, und hier zum Beispiel spielt ihr in einer recht großen Halle. Wie ist denn so der Unterschied zwischen kleinen und großen Hallen? Gibt es da Unterschiede? Ist es irgendwie von der Atmosphäre anders? Sehr, ja. Wobei, schlussendlich, ob es gut oder schlecht wird, hat nichts mit dem zu tun, ob die Halle groß oder klein ist, ob sie voll oder leer ist, sondern es hat wirklich, wir haben in Paris gespielt vor 500 Leuten und das war gut restlos ausverkauft. Also, ich glaube, das Fassungsvermögen war 300 Leute und wir haben irgendwie so 500 Leute drin gehabt. Und dann war die Hölle los, also knalllos. Das gleiche in Marseille, aber einfach da für 8000 Leute. Und es war, ich kann jetzt nicht sagen, was war besser, Paris oder Marseille oder Madrid oder München Olympiahalle. Also
Es kommt, ich denke, auf den Abend davon, was sicher hilft, haben wir gemerkt, wenn es Wochenende ist. Da sind die Leute anders drauf. Also wenn du am Montag ein Konzert gibst, ist es schon ein bisschen gedämpfter, als wenn du am Freitag oder am Samstag ein Konzert gibst. Ich denke, die Leute wollen drüber, nehmen sie auch ein bisschen Wein, mehr zum Essen vorher, das lockert die Stimmung ein bisschen. Und, aber ansonsten gibt es kein Rezept, kein, es wird so oder so, wir lassen uns jetzt mal wieder von vorne überraschen.